Juristin und Rechtsphilosophin Samira Akbarian hat eine Theorie des zivilen Ungehorsams verfasst. Recht brechen heißt ihr neues Buch, das sie am Buchmessestand der FAZ im Gespräch mit Kira Kramer vorstellt. Eine Sonderfolge des Bücherpodcasts. So, hallo. Willkommen am Stand der FAZ. Ich bin Kira Kramer, ich leite seit kurzem das Online-Feuilleton der FAZ und vor mir sitzt Samira Akbarian, mit der ich über ihr Buch Recht brechen, eine Theorie des zivilen Ungehorsams sprechen werde. Samira hat Jura, Politikwissenschaften, Soziologie in Köln und Bonn studiert und arbeitet inzwischen als wissenschaftliche Mitarbeiterin hier in Frankfurt am Main am Lehrstuhl für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie. Und das Buch, das nun vor uns beiden steht, das fußt auf deiner Dissertation, die namentlich hieß Ziviler Ungehorsam als Verfassungsinterpretation. Also darin steckt auch schon deine These, über die wir jetzt gleich reden werden. Genau, und das vielleicht noch vorweg, ist gleich dreifach ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Studienpreis der Körber-Stiftung, dem Merkur-Preis für herausragende Dissertationen und dem Werner-Bündner-Preis. Ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Samira Akbarian. Ja, danke für die Einladung. Genau, dann zu deiner Arbeit, zu deinem Buch Recht brechen, eine Theorie des zivilen Ungehorsams. Darin untersuchst du die Bedeutung und die Legitimität, möchte ich sagen, zivilen Ungehorsams in modernen Demokratien. Und du argumentierst, dass diese Form des Protests nicht nur eine Regelverletzung ist und damit könnte man meinen, vielleicht sogar was Antidemokratisches, sondern im Gegenteil. Du sagst, ziviler Ungehorsam ist eine Art der Verfassungsinterpretation, also eine Weise, die bestehende Verfassung anders zu interpretieren, als das geltende Recht es aktuell tut. Und damit sogar etwas, was die Demokratie braucht. Und jetzt würde ich gerne von dir hören, wie genau machen das die zivilen Ungehorsam, dass sie demokratische Defizite aufdecken, dass sie vielleicht ein notwendiges Korrektiv für das staatliche System sind. Wie funktioniert das? Ja, vielleicht noch mal kurz zu der These der Verfassungsinterpretation, die hat sozusagen zwei Seiten. Auf der einen Seite so eine die Interpretationsseite, könnte man sagen, also die Idee, dass in der Demokratie alles auch immer anders sein kann, dass sie also auf sich immer wieder erneuern kann und dass der Ungehorsam dazu beitragen kann. Und auf der anderen Seite aber auch die Idee der Verfassung als eine Ordnung von Freien und Gleichen. Also dass diesem alles muss anders sein können, doch Grenzen gesetzt sind, nämlich in einem Verständnis von Freiheit und Gleichheit. Und wie genau macht man das jetzt, Verfassungsinterpretation durch Ungehorsam? Für mich hat das drei Ebenen. Die vielleicht zugänglichste Ebene ist tatsächlich so ein rechtsstaatliches Verständnis vom zivilen Ungehorsam. Nämlich die Idee, dass wir in so etwas leben wie einer offenen Gemeinschaft der Verfassungsinterpreten, so ein Begriff aus der deutschen Staatsrechtslehre. Und innerhalb dieser Verfassungsgemeinschaft mache ich ein Angebot, wie die Verfassung besser interpretiert werden könnte. Also zumindest meiner Meinung nach. Und das könnte aus dem aktuellen Beispiel, zum Beispiel Artikel 20a Grundgesetz, der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, das sollte bedeuten, dass, keine Ahnung, 100 Tempolimit 100 auf der Autobahn. Also das ist ein ganz konkretes Angebot, das ich mache. Es kann aber auch bedeuten, dass ich als durch zivilen Ungehorsam zeigen will, dass diese offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten überhaupt nicht so offen ist. Also dass nicht alle gleichermaßen am Diskurs teilhaben können. Ein Beispiel für so einen Protest ist Black Lives Matter in meinen Augen. Also darin wird ausgedrückt, hey, schwarze Leben zählen irgendwie weniger als weiße. Und bevor es überhaupt zu so konkreten Vorschlägen der Verfassungsinterpretation kommen kann, müssen Diskursungleichgewichte, strukturelle Ungleichheiten ausgeglichen werden. Und die dritte Fassung ist für mich so etwas, das nenne ich ethischen Ungehorsam. Das ist vielleicht das, was man am ehesten so kennt von Martin Luther King und Gandhi und anderen. Das ist so eine Vorstellung davon, dass wir nicht nur eine normative Ordnung haben der Verfassung, sondern auch so etwas wie eine normative Ordnung in uns, nämlich so etwas wie ein Gewissen. Und dass sich auch aus diesen normativen Ordnungen in uns oder zum Beispiel aus anderen Gemeinschaften, Religionsgemeinschaften oder Glaubensgemeinschaften oder Freundeskreisen meinetwegen auch, dass sich daraus auch so Sinn ergibt und dass wir auch diese Sinnquellen brauchen, um zu verstehen, was zum Beispiel so etwas wie Gewissensfreiheit bedeutet.
oder auch was so etwas wie Versammlung bedeutet oder ja, viele andere Dinge. Ja, du hast gerade schon einen Punkt direkt am Anfang genannt, nämlich, dass alles auch anders sein könnte. Und das ist ja erstmal, ich muss sagen, für mich, ich habe auch, ich habe Philosophie studiert und habe mich viel mit Rechtsphilosophie auseinandergesetzt. Und als dann auf einmal dieser Punkt kam von, eigentlich könnte es im Recht auch alles anders sein und eigentlich sind das gar keine Gegebenheiten, das war schon beunruhigend, aber auch ein Aha-Moment, weil daraus halt dieses Spannungsfeld erwächst, dass Recht und Gerechtigkeit ja überhaupt nicht das Gleiche sind, sondern, und das ist ja auch eigentlich eine der Kernfragen oder eine der Kernspannungen, sowohl in der Rechtsphilosophie als auch in der kritischen Rechtswissenschaft. Und genau, das ist, es zeigt halt aber, dass es da einen Wandel gibt, dass Gesetze nicht in Stein gemeißelt sind, dass sich gesellschaftliche Moralvorstellungen ändern. Genau, und halt natürlich auch sowas, dass sich unser Recht ändert. Also wenn ich daran denke, zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe war lange einfach nicht strafbar, Upskirting auch und all solche Sachen. Und wenn wir noch weiter zurückdenken, kommen dann noch viel absurdere Sachen. Ja, also der zivile Ungehorsam arbeitet genau an dieser Schnittstelle zwischen dem, also du sagst jetzt so, Recht und Gerechtigkeit sind nicht das Gleiche, aber wir haben trotzdem natürlich irgendwie eine Vorstellung im demokratischen Rechtsstaat, dass es nicht nur irgendeine Ordnung ist, sondern eine gute Ordnung und eine gerechte Ordnung. Aber was genau das bedeutet, das kann sich irgendwie mit der Zeit verändern. Und vor allen Dingen sollten wir meines Erachtens in der demokratischen Gesellschaft uns auch selbst als Teilnehmerinnen dieses Prozesses, was das bedeutet, was die Verfassung, was das, was gerecht sein soll in dieser guten Ordnung, was das bedeuten soll, auch da uns selbst als Teilnehmerinnen dieses Prozesses verstehen. Das bedeutet noch lange nicht, dass dann die Letztentscheidungsgewalt einzelnen Aktivistinnen überlassen werden sollte. Aber ja, es geht so ein bisschen dahin, so eine Idee von einem demokratischen Konstitutionalismus, von einer demokratischen Verfassung zu entwickeln. Ja, das ist ganz interessant, weil ich meine, normalerweise, wenn wir darüber nachdenken, wer interpretiert die Verfassung, dann sind das natürlich unsere staatlichen Institutionen erstmal. Also das letzte Wort in Deutschland zumindest bei Fragen des Grundgesetzes hat das Bundesverfassungsgericht. Die Gesetzgebung wiederum liegt bei Bundestag, Bundesrat. Aber du sagst nun natürlich, ziviler Ungehorsam ist eine Verfassungsinterpretation durch die Bürger, die den Bürgern zukommt. Also das ist ja, da werden die Rollen dann halt ein Stück weit auch verschoben. Ja, also mein ursprüngliches Interesse auch an dem Thema war so ein bisschen aus so einer Idee heraus, dass so die Verfassung und das Politische immer als so ein Gegensatz betrachtet werden. Und die Vorstellung, dass wenn etwas Verfassung ist, es dann nicht mehr politisch ist oder den Bürgerinnen und Bürgern entzogen ist damit komplett. Und ich glaube, das stimmt nicht. Und der zivile Ungehorsam zeigt uns, dass das nicht so ist. Denn der Ort des politischen Konflikts steckt für mich nicht oder ist für mich nicht außerhalb der Verfassung, sondern innerhalb der Verfassung. Und es ist gut, dass wir Organe wie das Verfassungsgericht haben, die so nach einem klassischen Diskursmodell einen rationalen Diskurs führen. Und das möchte ich auch überhaupt nicht antasten. Aber was da passiert, ist mit beeinflusst zum Beispiel über die Fälle, die wir ans Verfassungsgericht bringen. Und das produziert, also der zivile Ungehorsam produziert auch Fälle für die Verfassungsgerichte. Und halt auch darüber, wie sich so, ich nenne das so Leitbilder der Verfassung verändern. Zum Beispiel so etwas wie ein Leitbild der Klimagerechtigkeit, mit dem arbeitet, glaube ich, das Bundesverfassungsgericht seit dem Klimabeschluss. Aber das bedeutet nicht, dass es es selbst erfunden hat, sondern das kommt ja von irgendwoher und darauf haben wir auch einen Einfluss. Ja, ist ganz interessant. Lass uns gerne auch mal zu konkreten Fällen kommen, die du ja auch benennst. Also du sprachst gerade schon von einem quasi rechtsstaatlichen Verständnis des zivilen Ungehorsams und da spielt das Kriterium der Verhältnismäßigkeit eine große Rolle. Du schilderst einen Fall in deinem Buch von 2018 vor dem Oberlandgericht Naumburg. Tierschützer waren in einen Mastbetrieb eingebrochen und haben da Verstöße gegen die Tierschutzgesetze dokumentiert und die an die Behörden weitergegeben. Also erstmal, das ist offensichtlich Hausfriedensbruch, das ist eine Rechtsbrechung. Sie wurden aber freigesprochen. Warum kam dieser Freispruch zustande und warum ist das in einem ganz anders gelagerten Fall, den du da auch beschreibst, anders gewesen? Ja, also beziehungsweise der Fall war eigentlich sehr ähnlich gelagert, würde man denken. Es waren auch Tierschutzaktivisten, die in einen Mastbetrieb eingebrochen sind, aber nicht um konkrete Rechtsverletzungen offenzulegen, und sondern um allgemein auf das Thema Massentierhaltung aufmerksam zu machen. Und in Naumburg in dem Fall, da hat das Gericht halt gesagt, okay, was machen die Aktivistinnen hier? Es geht hier um die Tiere, die haben
Tierschutzgesetze schützen diese Tiere. Diese Tierschutzgesetze werden nicht eingehalten. Und diese Aktivistinnen geben uns das Beweismaterial, damit wir diese Nichteinhaltung verfolgen können. Also es ist im Dienste des Rechtsstaates und insofern eigentlich ein Notstand, ein rechtfertigender Notstand, der dieses Verhalten rechtfertigt. Und das geht nur auf etwas aufmerksam zu machen, das war dann sozusagen, hat die Grenzen des Strafrechts in dem Fall überschritten. Aber was ich mit dem Fall eigentlich zeigen wollte, ist, dass es manche Konzepte des zivilen Ungehorsams gibt, die schon so nah am Rechtsstaat dran sind, dass sie eigentlich Rechtsstaat sind, also beziehungsweise, dass es so ein Gesetzesbruch ist, der eigentlich schon fast wieder gesetzeskonform ist und dass deswegen der Begriff manchmal auch zu eng ist und wir ihn deswegen vielleicht auch ein bisschen breiter verstehen müssen. Zum Beispiel, wenn wir nochmal zurückkommen, auf Black Lives Matter und diese strukturellen Ungleichgewichte oder sowas aufmerksam machen wollen. Aber der Fall zeigt, es gibt manche Fälle, die sind schon so darum bemüht, den Rechtsstaat zu verwirklichen durch Ungehorsam, dass der Rechtsstaat dann nicht sagen kann, nee, das ist jetzt irgendwie strafrechtlich zu verfolgen. Bringen Sie dann überhaupt noch was in dem Fall? Ja, manche sagen dann, also es gibt ja nicht nur diejenigen, die den zivilen Ungehorsam kritisieren, weil sie gegen den Gesetzesbruch sind, sondern die sagen, der ist zu zahm, der zivile Ungehorsam. Ich denke, dass so etwas, also dass der Ungehorsam in dem Fall schon etwas bringt, weil er eine staatliche Anerkennung dafür bringt, dass so ein Verhalten, dass wenn Menschen sich dafür einsetzen, dass Gesetze eingehalten werden, dass der Rechtsstaat dann sich selbst zeigt, hey, das können wir aufnehmen, das können wir integrieren. Und diese Integrationsfunktion des Ungehorsams ist wichtig, aber auch die disruptive Funktion, diese Störung des öffentlichen Raums, dass die Ungleichgewichte aufzeigen, aufbrechen, die diskursiven Verhältnisse verändern, auch das ist wichtig. Beides ist eine Funktion. Okay, ein anderes Kriterium, das du nanntest, ist die Gewaltlosigkeit von zivilem Ungehorsam. Das heißt, oder du schreibst weiter, zivil Ungehorsame setzen, und das zitiere ich jetzt, ihre eigene Verletzlichkeit ein. Kannst du uns den Aspekt noch erklären? Inwiefern machen das Klimaaktivisten, aber zum Beispiel jetzt die Bauernprotestler nicht? Ja, das Interessante für mich daran ist, dass bin ja Juristin, und in unserer Welt ist eine Sitzblockade Gewalt. Also es ist eine Nötigung durch Gewalt, weil die Gerichte sagen, wenn sich jemand auf die Straße setzt, früher haben sie gesagt, ist das psychische Gewalt, mittlerweile sagen die Gerichte, ja, das ist eine Form von, die nutzen dann die erste Reihe von Fahrzeugen als Werkzeug und ab der zweiten Reihe bilden die damit ein physisches Hindernis, das sie ja nicht übertreten kann. Ich halte diese Rechtsprechung für falsch. Ich denke, dass eigentlich diese Rechtsprechung sagt, der Einsatz der eigenen Verletzlichkeit ist Gewalt. Und es gibt philosophische Konzepte, namentlich der von Judith Butler, die genau das kritisiert und sagt, nee, der Einsatz der eigenen Verletzlichkeit, das ist gerade Gewaltlosigkeit. Denn Gewaltlosigkeit bedeutet nicht, es ist alles friedlich und konfliktfrei. Gewaltlosigkeit heißt, in einem Kontext der Gewalt, diese Gewalt, die vorhanden ist, zum Beispiel die staatliche Gewalt, das kann man ganz gut auf dem Cover meines Buches sehen, ja. Diese staatliche Gewalt, die wird anders, ja, strukturiert und als ein kraftvolles Protestmittel genutzt. Mhm. Und wenn jetzt Menschen sich auf die Straße setzen, dann nutzen sie ihre eigene Verletzlichkeit. Wenn sie mit einem Traktor auf die Straße gehen, dann nutzen sie ein Fahrzeug, das noch größer, schwerer und eindrucksvoller ist als Autos. Und deswegen ist es nicht der Einsatz der eigenen Verletzlichkeit. Mhm. Erzähl uns mal kurz, was auf dem Cover deines Buches zu sehen ist. Du erwähntest es ja gerade schon. Ja, also wir sehen da eine junge Frau, die in einem Sommerkleid bekleidet ist. Es ist im Kontext der Black Lives Matter Proteste in Baton Rouge. Und sie wird gleich abgeführt werden von so zwei Männern, die in der vollen Polizeimontur sind. Und hinter ihnen steht noch eine ganze Hundertschaft, so gefühlt. Und wir sehen also, ja, und das finde ich ist für mich die Kraft der Gewaltlosigkeit, dass eine einzelne Frau, die sich der Macht entgegenstellt sozusagen, eigentlich eine Neuordnung dieses Verhältnisses zwischen des staatlichen Rechtfertigungsverhältnisses auslöst. Ne? Man fragt sich jetzt, ist diese staatliche Gewalt die Gerechtfertigte gegenüber dieser Frau und ist wirklich ihr Verhalten als Ungehorsam das Ungerechtfertigte oder ist es vielleicht andersherum? Es wirft einfach diese Frage auf. Ja, interessant. Du selbst führst aber auch schon verschiedene Einwände gegen den zivilen Ungehorsam an, als Weise die Verfassung zu verteidigen. Und du schreibst, ein häufiger Kritikpunkt gegen die Aktionen des zivilen Ungehorsams sei,
wie man überhaupt gute von schlechten Bezugnahmen auf die Verfassung unterscheiden könnte. Zum Beispiel, wie du schon sagtest, die Klimaaktivisten beziehen sich ja jetzt oft auf Artikel 20a des Grundgesetzes. Dort steht, der Staat schützt auch in der Verantwortung für die zukünftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung. Wenn sie sich auf die Straße kleben, das haben wir gerade schon gesagt, dann ist das für sie eine Weise, darauf aufmerksam zu machen, dass die Klimapolitik so, wie sie ist, diese Verfassung nicht einhält. Und dann hast du aber ein anderes Beispiel, und das ist sehr interessant, und zwar die Mahnwachen, die jetzt hier in Frankfurt vor den Beratungsstellen für Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen wollen, stattfinden. Und auch die beziehen sich auf das Grundgesetz, nämlich auf Artikel 2 Absatz 2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Wieso bewertest du diese Fälle unterschiedlich, und warum ist das eine ein ziviler Ungehorsam und das andere nicht? Ja, ich werde häufiger damit konfrontiert, dass mir gesagt wird, ja, meine Beispiele seien tendenziös oder würde dann das gut sein und das andere böse oder so. Ich denke, das stimmt in gewisser Weise, weil ich sage, dass zivil immer bedeutet, Freiheit und Gleichheit verpflichtet. Und Freiheit und Gleichheit ist in meiner Konzeption, ist gerade schon angesprochen worden, ist was mit Rechten zusammenhängt und mit Verantwortung. Das erste, die Verantwortung, ist die Verantwortung, die sich aus unserer gegenseitigen Verletzlichkeit ergibt. Meines Erachtens sind wir darin gleich, dass wir alle gleich verletzlich sind. Und daraus ergibt sich eine grundlegende Verantwortung, die Menschen gegenübereinander haben. Und der andere Punkt ist das, was ich mit Hannah Arendt ein Recht auf Rechte nenne. Also eine Vorstellung davon, dass wir nicht in uns tragend Menschenwürde oder andere Rechte haben, sondern dass wir auch darauf angewiesen sind, dass diese Rechte uns gewährt werden und dass wir uns die gegenseitig gewähren. Und deswegen sagt Arendt, das einzige Menschenrecht ist eigentlich genau dieses Recht, Teil einer Gemeinschaft zu sein, in der mir Rechte gewährt werden. Und so kann man, glaube ich, die Protestform und Anliegen bewerten. Wenn es also zum Beispiel geleitet ist, ein Protest von einer ethnischen Vorstellung von Gleichheit und Freiheit, also wir sind gleich als Deutsche, dann würde ich sagen, würde das meinem Verständnis vom Recht auf Rechte nicht entsprechen. Und ähnlich kann man das auch sagen mit diesen Schwangerschaftsberatungsprotesten. Wenn, also natürlich kann man anderer Meinung sein, was die Abtreibung angeht. Man kann dazu auch protestieren, und es gibt in Deutschland ein Versammlungsrecht, das ich natürlich auch AbtreibungsgegnerInnen zusprechen würde. Aber diese Proteste verlaufen so, dass nicht die eigene Verletzlichkeit eingesetzt wird, sondern dass Frauen in einer vulnerablen Position individualisiert angesprochen werden, um sie konkret daran zu halten, ihre Schwangerschaft abzubrechen. Und damit nutze ich nicht meine eigene Verletzlichkeit als Protestmittel, sondern die Verletzlichkeit der betroffenen Frauen. Und ja, so kann man vielleicht nicht im Vorhinein alle Protestformen irgendwie einordnen, aber von Einzelfall und zu Einzelfall hoffe ich, damit Kriterien zu liefern, mit der wir das unterscheiden können. Okay, wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Und zwar, wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie die Stimmung immer mehr gekippt ist gegenüber den Aktionen der letzten Generation, Klimaaktivisten insgesamt. Autofahrer werden aggressiv, beleidigen, greifen Aktivisten sogar tätlich an. Medial hört man Begriffe wie die Klima-RAF und auch Suppe auf Glasscheiben berühmter Gemälde finden eher weniger Zuspruch gesellschaftlich. Und nun meine Frage, führen solche Formen des zivilen Ungehorsams nicht auf der anderen Seite vielleicht sogar eher zu weniger Lust, sich mit dem Thema Klimaschutz auseinanderzusetzen und zu einer Abwehrreaktion der Menschen? Ja, für mich als Juristin ist es schwer zu beurteilen, wie das ist. Ich denke, dass wir häufig den Effekt, auch die Effizienz von solchen Protesten nur retrospektiv bewerten können. Und das Beispiel, das ich dann immer bringe, ist die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, in der auch gesagt wurde, okay, zu dem Zeitpunkt, ich bringe immer diese Statistik, Martin Luther King, der zu 2/3 der Bevölkerung 1966 haben das abgelehnt, was er tut. Mittlerweile ist er ein Nationalheld. Und so können wir vielleicht erst im Nachhinein sehen, wie sich das auszahlt, denn wir würden auch über Martin Luther King sagen, dass er es genau richtig gemacht hat. Also dieses Momentum von
man kann vielleicht als Ungehorsame dann auch nicht anders, als etwas zu tun. Das ist vielleicht ja gerechtfertigend genug. Ob es jetzt konstruktiv ist in dieser Situation oder nicht, ist für mich schwer zu beurteilen. Ob jede einzelne Aktion oder auch die Masse an Aktionen sinnvoll ist oder nicht, ist für mich auch schwer zu beurteilen. Aber mir ging es darum zu zeigen, dass ziviler Ungehorsam für Demokratie und Rechtsstaat einen Wert hat und nicht prinzipiell demokratie- und rechtsstaatsfeindlich ist. Wunderbar, schönes Schlusswort. Vielen Dank, Samira Akbarian. Recht brechen, eine Theorie des zivilen Ungehorsams. Applaus